Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute habe ich einen Künstler besonderer Art eingeladen. Und zwar ein Künstler, der seine Kunst mit den Händen ausübt. Ich darf begrüßen heute den Geigenbauer Wolfgang Buchinger. Wie kommt man zu dem Beruf Geigenbauer? Also ich war mit dem Studium unzufrieden und habe immer was nach was Handwerklichen gesucht. Und auf einer Fahrt in Südtirol war das, habe ich einen Gitarrenbauer kennengelernt, der mir beigebracht hat, dass eben das Handwerk des Instrumentenbaus existiert. Nach Graz zurückgekommen bin ich dort umgezogen und habe einen Zimmernachbarn gehabt, dessen Bruder zufälligerweise auch die Schule des Geigenbaus besucht hat und dort den Beruf erlernt hat. Insofern war ich neugierig und habe dann beschlossen, das Handwerk zu erlernen. Die Schule war eben Cremona und das ist ja wirklich das Mekka vom Geigenbau, kann man sagen. Also es hat ein eigenes Flair. Mit der Schule kommen aus der ganzen Welt eben Studenten, die das Handwerk dort erlernen. Man gewinnt Freundschaften fürs Leben. Also man darf Cremona natürlich als das Mekka bezeichnen. Stradivari, Amati, Guarneri, glaube ich, das sind ja alles Namen, die aus dieser Gegend kommen. Genau. Und Sie haben ja jetzt kreiert die Buchinger Geige. Wie bekommt man es hin, dass so ein wunderschönes Instrument dann jetzt hier steht? Was sind da kurz für Schritte erforderlich? Ja, es ist, also man macht ein Modell, das von den alten Meistern meistens abgeleitet ist. Ich habe dann doch einiges verändert, damit ich mit meinen Wölbungen gut zurechtkomme. Dann wird diese Form gemacht, über der die Zagen dann gebogen werden und damit hat man eigentlich schon den Umriss. Ein Stück Fichte wird zusammengeklappt, damit das symmetrisch ist und verleimt. Ebenso hinten der Ahorn, der Bogen und dann das Stück von der Schnecke. Das wird dann also geschnitzt, die Schnecke. Wenn man das alles verleimt hat, dass der Kasten einmal, also der Klangkörper fertig ist, dann wird die angeschäftet, also verleimt der Hals und dann kommt es zu den Griffbrettern und andere Einzelheiten. Also das ist ganz grob erzählt. Ja, na, natürlich. Ja. Aber was ich so aus der Historie gelernt habe, es kommt auch auf den Lack drauf an. Was hat der Lack mit dem Klang zu tun? Der Lack gibt eine Klangfarbe, also ein unlackiertes Instrument klingt eher hölzern. Aber es ist auch sehr wichtig, muss ich sagen, die Präparierung des Holzes selbst. Und das sind alles also Rätsel, wie die das damals gemacht haben. Also die Lackkunde selbst, ich muss das selbst gestehen, also das kann einem wirklich zusetzen. Also man beschäftigt sich ununterbrochen dann mit Alchemie, mit den Harzen, die damals zur Verfügung gestanden sind. Man hofft dann doch immer wieder, dass man das Geheimnis lüftet, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn du die Geige weggibst, gibst du ein Stück von dir selbst weg? Oder freust du dich, dass jemand dein Instrument verwendet? Man freut sich, dass das Instrument den Spieler findet, also den Geiger findet, der dann auch die Liebe dazu hat und das Instrument zum Klingen bringt. Du warst ja 37 Jahre in Cremona, wo de facto die ganz großen Geigenbauer gelebt und gewirkt haben. Hat dich das so inspiriert, dass du sagst, das ist schon das, was du in deinen Geigen umsetzen willst? Natürlich, ich glaube schon. Und man arbeitet immer daran, also man hört nie auf zum Lernen. Ja. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, ein Stück zu beginnen. Und man versucht auch immer wieder was Neues. Was würdest du dir wünschen, was mit deinen Geigen passiert? Natürlich ist der Traum eines jeden Geigenbauers, glaube ich, also dass ein Solist oder auch im Orchester die Instrumente gespielt werden. Das ist absoluter Höhepunkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Zukunft wird vielleicht ein Orchester sagen, wir spielen nicht auf einer Stradivari, auf einer Amati oder Guarneri. Sie werden sagen, wir spielen eine Buchinger. Und das wünsche ich auch Wolfgang Buchinger. Danke, Herr Professor. Bitte.